Achtung, Achtung, aus gegebenem Anlass wird die chronologische Pfeifentagebuchreihe unterbrochen mit einem Bericht über eine Pfeife, die mich heute Morgen am Samstag erreicht hat. Ich denke, dass so frische Eindrücke auch frisch konserviert werden sollten. Ich habe mir am Donnerstag bei Smoking Heads in Berlin, einem Estate-Anbieter, eine Pfeife bestellt. Es hat dann eben noch gedauert, bis die Vorkasse eingegangen ist und heute Morgen hat mich das gute Stück erreicht. Es handelt sich um eine Dunhill Ten Shell. Ich habe mir ja von Evil Santa so ein Stück gewünscht. Ich hatte es da auch schon im Auge und ich war auch hier wieder mal schneller als Evil Santa es erlaubt. Und ich habe diesen Moment, dass mich meine erste Dunhill überhaupt erreicht, schon ziemlich entgegengefiebert. Heute Morgen bin ich um 4 Uhr aufgewacht. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es an dieser Erwartungshaltung lag oder unter Umständen auch an dem Tabak, den ich gestern vorm zu Bett gehen noch geraucht habe. Das war ein Nightmare, der mich aus der Schweiz erreicht hat von einem lieben YouTube-Mitglied. Darüber möchte ich eigentlich übers Wochenende nochmal berichten. Also ich glaube, es hat nicht mit diesem Nightmare-Tabak zu tun gehabt, sondern vielleicht eher schon wirklich damit, dass ich gespannt auf diese Pfeife gewartet habe. Ich wusste, dass sie mich heute erreichen muss, denn ich war über SMS, E-Mail und Internet mit DHL ständig verbunden, um zu wissen, wo gerade die Pfeife in welchem Paket Zustelllager sich befindet. Und sie musste heute ankommen. Ich stand dann um 8 Uhr, etwa 8 Uhr 57, 58 stand ich da und habe auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, jetzt könnte es eigentlich jeden Moment soweit sein. Und im selben Moment hat es geklingelt an der Tür und da kam der gute DHL-Mann, den ich sonst immer ganz gern verfluche, wenn er mich in Anführungszeichen so früh rausholt, und hat mir dieses Päckchen gegeben. Jo, die Dunhill Ten Shell, die ich hier habe, die zeige ich euch jetzt mal von unten. Denn dort finden sich ja scharf mache ich es noch schnell, dann kann man es nämlich auch sehen. Und dort finden sich eben die Stempelungen und Prägungen, aus denen man noch so manches herauslesen kann. Wir sehen hier eine 533 eingeprägt. Die 5 steht in dem Fall für die Kopfgröße dieser Tenscher. Die Kopfgröße 5 ist meines Wissens. Vielleicht gibt es sogar eine 6, bin mir jetzt da nicht ganz sicher, aber ich glaube, die 5 ist schon fast die größte reguläre Kopfgröße bei Dunhill. Danach beginnen die OD gestempelten oder ODA gestempelten. Das O heißt dann in dem Fall, dass die Oversized sind. Hier eine 5 für die Kopfgröße. Die 3, soweit ich das nachgeschlagen habe, steht jetzt die folgende 3 steht für das Mundstück. Das Mundstück, das wir hier haben, ist in dem Sinn ein Fishtail. Und was mir große Bewunderung abbringt, ist, wenn man hier sich diese Kante anschaut, wie spitz diese Kante zuläuft. Das nötigt mir einfach Respekt ab. Und wenn man die Pfeife dann in den Mund nimmt, das ist ein sensationelles Gefühl, so ein herrlich gearbeitetes Mundstück im Mund zu tragen. Also ich sag's ja, ich gehöre nicht zu denen, die darauf rumkauen oder sie im Mund hängen haben oder sie zwischen die Zähne einklemmen, aber einfach die Lippen auf dieses wunderbar plan geschliffene, kann man schon fast sagen, Mundstück zu legen, ist es schon ein besonderes Gefühl, was ich bisher so noch nicht erlebt habe. Also die Kante hier sensationell.
Natürlich ist diese Dunhill wunderbar gearbeitet in allen Teilen. Keine Frage. Ich kann zu Smoking Head nur sagen, dass ich ganz froh bin, auf diesen Anbieter von Estates gestoßen zu sein. Denn man merkt dort, und man merkt jetzt auch hier, wo die Pfeife da ist, dass diese Leute mit großem Enthusiasmus an der Sache arbeiten. Und mal zurück zum Stempel, zur Prägung. Also fünf Kopfgröße, die drei ist dann das Mundstück, die mittlere drei. Und die Schlussdrei müsste sich beziehen auf die Bandform. So, auf die Bandform der Pfeife, also in dem Fall hier eine Gerade, eine Billard. So würde sich die 533 lesen. Kopfgröße 5, Fischtailmundstück und eine gerade Linie. Dann, wenn wir schon so nah dran sind, zeige ich euch noch ein bisschen hier die Sandstrahlung. Die, ja, sie ist schon befüllt. Ich habe schon einen kleinen ersten Rauchtest damit gemacht. Sie durfte als erstes einen hauseigenen Dunhill My Mixture 965, ja, hat sie heute bekommen. Schmeckt sehr gut. Es ist ein wunderbarer Zug in der Pfeife. Es ist ein ordentliches Loch. Also, das ist bestimmt 4 mm groß, die ganze Bohrung. Sie ist perfekt gebohrt. Ich habe auch in den Holm reingeschaut. Und das Pfeifenloch sitzt wunderbar mittig im Holm. Es kommt unten im Brennraum ideal an. Hier ist der weiße Punkt, dem so große Bedeutung beigemessen wird. Und mich hat halt interessiert, was hinter diesem Mythos Dunhill steckt. Mir ist immer schon aufgefallen, wenn ich die Pfeifen Größen und Maße und Gewichte mir angeschaut habe, dass die Dunnies oder die Dunhill-Pfeifen extrem leicht sind im Vergleich zu Pfeifen anderer oder Pfeifen ähnlicher Größe und Form, fallen die Dunhill-Pfeifen immer extrem leicht aus. Ja, der 965er schmeckt mir, wie gesagt, sehr gut aus dieser Pfeife heute Morgen. Sie ist filterlos. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen pausieren mit dem filterlosen Rauchen, aber dieses Paket heute Morgen hat es natürlich nicht zugelassen. Zu Smoking Heads vielleicht noch schnell was dazu gesagt. Smoking Heads bieten unter dem Estate-Sortiment, das sie haben, möchte ich meinen Pfeifen an, die im höherwertigen Segment angesiedelt sind. Also zum Beispiel Dunhills, aber zum Beispiel auch viele Manufakturpfeifen, handgemachte Pfeifen, eher weniger die Serienpfeifen, wobei sie auch da welche finden. Die Pfeifen, die Smoking Heads anbietet, gehen teilweise in die Vorkriegszeit zurück. Es sind teilweise ungerauchte Pfeifen dabei, es sind wunderschöne Stücke dabei und ich kann von daher Smoking Head nur empfehlen als Anbieter von Estate-Pfeifen. Ich will nicht unbedingt gerne über den Preis oder allgemein nicht gerne mit Preisen hier um mich werfen. Eine neuwertige Dunhill Tenshell, für die ich mich ja auch interessiert habe, dafür muss man ungefähr 350 bis 450 € locker auf den Tisch legen. Diese Pfeife hier hat mich jetzt weniger, ein gut Teil weniger als die Hälfte einer solchen Investition gekostet. Jetzt habe ich noch, von daher bin ich hochzufrieden damit. Sie ist wunderbar aufgearbeitet, sie ist fast wie neu. Der Brennraum innen drin war glatt geschliffen wie ein Babypopo. Also greened wahrscheinlich. Oder sie war sehr wenig beraucht, aber sie war eben im Brennraum natürlich nochmal von der Aufarbeitung her bearbeitet und er war glatt. Ein Babypo ist nichts dagegen. Ja. Also fantastisch gemacht. Kommen wir nochmal kurz zurück auf die Unterseite. Ich habe da noch was vergessen. Man muss wieder scharf machen. Wir sehen ja hier noch Dunhill Tenshell, Dunhill Tenshell, made in England und dahinter eine 17. Diese 17
muss ich jetzt eigentlich so lesen? Und ich hoffe, dass mir die heilige Dunhill-Inquisition dann nicht den Kopf abreißt. Aber in Kombination mit der Stempelung Made in England würde ich die 17 so verstehen, dass diese Pfeife gerechnet ab dem Jahr 1960 plus 17 aus dem Jahr 1977 stammt. Die Dunhill Ten Shells werden frühestens seit dem Jahr 1951 gebaut. Ich glaube, da hat es aber eher Prototypen gegeben. Das reguläre Einstandsjahr der Ten Shells ist, glaube ich, 1953. Und ab 60, wenn ich es richtig sehe, hat man dann hier nochmal in dieser Prägungsform in Verbindung dann mit dieser Zahl dahinter, also ab dem Jahr 60 gerechnet. Und so komme ich auf das Jahr 77. Sollte ich da wieder besseres Wissen sprechen, dann freue ich mich über Hinweise. Bin ja auch da noch neu und es ist auch erstmal gar nicht so leicht, sich durch die Dunhill-Stempelungen und Prägungen durchzurecherchieren. Wollte ich noch was sagen? Ja, man kann sie abstellen, also sie ist hier unten abgeflacht. Dadurch lässt du sie einfach so auf den Tisch ablegen, was ich wunderbar finde. Ich habe das recht gerne, weil es doch bei den runden Pfeifen manchmal recht lästig ist, wenn man nicht gerade einen Pfeifenständer daneben hat, wo sie abzulegen. Und das ist natürlich mit dem abgeflachten Boden hier unten wunderbar. Ja gut, die wollte ich euch zeigen. Ja, ich bin wirklich happy und das kann ein schönes Wochenende werden, zumindest jetzt mal der heutige Tag, wo ich ihr das erste Rauchopfer gönne und sie jetzt ihre Jungfräulichkeit, die sie von Smoking Heads mitbekommen hat, in den nächsten Sekunden verlieren wird. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es interessiert euch oder es findet bei dem einen oder anderen Interesse. Vielleicht noch ganz kurz zuletzt dazu gesagt, auch hier ist es eher so, dass mich diese braunen Ten Shells früher, also ich habe oft diese Pfeifen mir angeschaut, ich fand sie eigentlich gar nicht schön. Aber jetzt muss ich sagen, es gibt offensichtlich gar nicht so viele Ten Shells, die das Haus Dunhill verlassen. Habe ich jetzt auch erst gehört. Allerdings, ich finde, ich bin ja mittlerweile auch ein Freund der Sandgestrahlten geworden. Und speziell jetzt wiederum diese braune Färbung bei der Dunhill Ten Shell ist für mich dann nochmal so ein Top-Flavor von Individualismus unter den Sandgestrahlten, die ja doch dann meistens eher schwarz daherkommen. Und dieses helle Braun finde ich mittlerweile ganz wunderbar. Sie wird natürlich keinen Aromaten zu Gesicht bekommen, dafür habe ich mir die eine oder andere Pfeife reserviert. Hier werden nur englische Mischungen rausgeraucht werden. Bevorzugt darf sie Dunhill schmecken, aber ich werde ihr auch sicherlich bald den einen oder anderen Latakia oder Nightmare einräumen. Also liebe Freunde, macht's gut. Ich werde mich wahrscheinlich übers Wochenende nochmal mit zwei Tabakvideos melden und ich wünsche euch ein ebenso schönes Wochenende und lasst es rauchen. Bye bye, Servus, ciao.